Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu YouTubers Live. Wahrscheinlich auch die letzte Folge. Warum auch die letzte Folge? Ich weiß nicht mehr, was ich hier geholt habe. Achso, Kochtopf. Okay, da habe ich nochmal ein paar Sachen geholt. Warum die letzte Folge? Weil YouTubers Live ist ein Projekt, was mir persönlich nicht ganz so viel Spaß macht und euch auch nicht so richtig. Deswegen, ja, wollte ich glaube ich mal nicht mehr sagen. Natürlich nicht, klar. Ruheschüssel und wir machen natürlich einen kleinen Topf. Mal gucken, ob das gut klappt. Ja, letzter Part. Nicht nur dieses Jahr, letzter Part für allgemein wahrscheinlich. Und es ist ja nur ein Projekt, wo man klick muss. Und ja, richtig toll ist es zwar nicht. Richtig gefallen tut es mir auch. Es hat mal wieder Spaß gemacht, mal anzufangen wieder. Aber beschließt eine andere Zutat personal. Was? Wunderschön. Cool, wie das so kocht. Reis. Ernster Kunde? Nice. Probier's, es schmeckt köstlich. Ruhige Äußerung? Also, perfekt eigentlich bisher. Der Ton ist zwar scheiße, aber Wartezeit, bevor... Unlustiger. Nice. Ja, ich habe jetzt mal mit Raccoons da jetzt mal ein ganz anderes Thema angesprochen. Aber auch wie er zu Gamescom geht. Er weiß es noch nicht persönlich. Wenn ja, bin ich, kann man ihn natürlich wieder mit mir gemeinsam sehen. Und wenn nicht, näher, dann leider nicht. Wenn ja, es wäre wieder geil. Also es hat mich dann immer erfreut, mit Raccoon Style, also es hat mich erfreut, mit Raccoon Style rumzulaufen. Hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. Würde ich wieder gerne machen, wenn es geht. Wenn nicht, dann geht es eben leider nicht. So, los geht's rendern. Und wir gucken mal, Begeisterung, Interesse 60, nie so viel. Ich habe gedacht, wir erreichen hier jedenfalls, dass wir ein großer YouTube-Star werden, aber die Lust und Laune sagt leider nein. Da können wir leider nichts dagegen. Ist leider so. Mein Computer arbeitet, du darfst nicht ran. So, jetzt gehen wir mal noch eine Runde schlafen. Ich habe jetzt noch ein anderes Sachen gemacht. Ich habe hier noch ein bisschen Auto waschen gemacht. Und nachdem wir das alles jetzt gemacht haben, würde ich sagen, gehen wir natürlich wieder ein neues Video machen, weil es ist der Sinn dieses Spiels, immer wieder neue Videos zu machen. Und ja, es ist nicht toll, aber so, Rezept erklären. Wir nehmen hier eine Ruheschüssel und natürlich auch einen kleinen Topf. Und das Video scheint angeblich gar nicht mal ganz so schlecht anzukommen. Können wir das? Nee, wir können keinen Hashtag machen, noch nicht. Gut. So, neues Video, los geht's. Party hard, party hard, party, party, party hard. Und langsam merke ich echt, dass mein Herz wehtut. Irgendwann mal in irgendeiner Folge habe ich gesagt, jetzt schmerzt langsam mein Herz. Und ich nehme jetzt gerade über 3 Stunden lang, nehme ich jetzt schon auf. Angefangen na gut, wir hätten aber auch den nehmen können. Angefangen mit... Mir fällt auf, trotzdem... Ich mache mich nicht falsch. Nie ganz falsch. Ich habe jetzt schon so viel extrem aufgenommen. Und angefangen mit Battlefield 4 Folgen, GTA 2 Folgen, gerade eben noch eine Runde Twins Plus 4, die gestern kamen. Und ja, war ganz schön extrem. Was ich jetzt gemacht habe, geh einfach aus dem Scheißbild, egal wer du bist. Ich glaube, das ist meine Freundin.
So, das tun wir wahrscheinlich dieses Mal ziemlich gut. Und ja, in der Zeit, wo dieser Part rauskommt, bin ich ja noch wieder arbeiten. Nee, könnte sein, dass ich arbeiten bin oder auch nicht, weiß ich nicht. Jetzt braucht meine Freundin, warum ich den wieder abkauen? Freundin hat keine Lust auf mich. So wie im echten Leben. So. Ah, das passt überhaupt nicht zusammen. Lass mal trotzdem. Weil ja Fokus kommt raus. Hm, passt. In den Sinn habe ich gute Punkte geschaffen. Das ist okay. So. Was habe ich jetzt? 144. Hm. Nicht viel. Mich würde mal das hier interessieren. Aber dafür haben wir noch nicht das Geld dazu. Kochen von Tier bezahlt, lernen, nein. Kurse, ja. Mit der Wohnung, nein. Also es wäre eigentlich ziemlich geil, wenn wir das hier was geschafft hätten. Ich habe ja gesagt, eigentlich ab 10 Parts ist also das Video, ist so die Sache, wo ich sage, Projekt beendet. Wir sind hier beim, glaube ich, 7. oder 8. Part. Theoretisch können wir noch 3 Parts machen und das schaffen. Wenn ihr da draußen doch noch Lust habt auf das Projekt, dann schlage ich mich sehr gerne nochmal durch. Richtig Spaß, aber wie gesagt, macht es nicht mehr. Gut, kann man auch nicht dafür. Man soll ja auch das machen, was eigentlich Spaß macht. Die Sache ist nur, manchmal hat man Spaß, manchmal hat man keinen Spaß. Im Moment habe ich irgendwie keinen Spaß auf irgendwas, weil ich gerade sämtliche Projekte aufgenommen habe. Jetzt bin ich mit diesem Video bin ich vollkommen fertig. Bin ich wirklich fucking fertig mit allen fucking Projekten und ich mein Kopf platzt. Also noch nicht mit ganz allen. Mir fehlen zwei Sachen. Ich verliere Leute. Yeah! Oh, nicht gut. Mhm, merkt, ich mache, das ist kein richtiges Bock, keinen richtigen Bock mehr macht gerade eben. So, wir machen einfach nochmal das Spaghetti mit Pfeffer, schwarzem Pfeffer. Machen wir ein Rezept erklären. Mit einer Rührschüssel. Und einen kleinen Topf. Das würde nicht besser passen. So, passt. Ja, Video wird auch nicht lange gehen. Ich glaube, ich mache auch gleich wieder Schluss. Eigentlich wollte ich auch nur sagen, Leute, das Video ist das letzte Video, was jetzt von YouTubers Live Cast mal kommt. Wenn ihr sagt, okay, ihr habt wieder Bock oder in 3 Monaten kommt wieder ein Part, dann ist es so, aber ich bin gerade extrem fertig. Mir macht es im Moment keinen Spaß mehr, weil ich gucke hinzu, wie ich persönlich selber, hier was mache und es ist nicht gerade. Muss man schon sagen. Und ich weiß nicht, wie ihr das Projekt findet. Ich habe aber auch gerade keine Statistik von letztem Mal da. Das tut mir da leid. Dass ich da jetzt nichts sagen kann. Aber ja. Wie gesagt, ich bin fertig mit allen Gerichten, genau. Mit allen Sachen dieses Jahres. Und mir reicht es vollkommen jetzt. Wir sehen aber, wir verlieren viele, viele Abonnenten. Das ist nicht schön. Ich hoffe, mit diesem Video kriegen wir ein paar Abonnenten mehr dazu. So, so, so. Das passt überhaupt nicht zusammen. Vielleicht kriegen wir noch was anderes hin. So. Und so. Titel wählen, was Hintergrundmusik und los geht's. Wieder ein scheiß Video. Null Interesse daran. Eine Sache können wir noch machen, die haben wir seit langem nicht mal gemacht. Rezept erstellen. Und zwar machen wir ein Fleischhab lieber, so. Mit Kornreis, Zwiebel und Champignons. Okay, das scheint gut zu passen. Was werden wir noch? Schwarzen Pfeffer, das sieht schon viel besser aus. Mit Reis, naja, aber ich glaube, das passt schon.
So, und ich würde einfach mal sagen, das Video machen wir jetzt mal aus Polen Spaß. Schwarzer Pfeffer, Späßchen, gewürzt mit Zwiebel und Rundkeil. Und Utensilien ist Anfänger mal zusammen. Mit dem kleinen Topf. Achso, das ist. Okay. Videostart. So, was ist Zeit, bevor du mit dem Koch weitermachen kannst, nehmen wir sarkastisch in den Kommentaren. Ja, ich würde einfach sagen, danach ist einfach erstmal Schluss, danach ist erstmal das Projekt beendet. Und es ist immer ein bisschen schade, wenn man ein Projekt beendet. Aber wenn es keinen Spaß macht, wie gesagt, dann sollte man auch sich eine Runde mit dem Projekt nehmen. Das ist natürlich dann echt schön. Wir brauchen auch mal ein paar Sachen ins Skript, das meine ich mal das Ding hier. Und ihr könnt mir immer noch sagen, was ich vielleicht nächstes Jahr mal machen soll. Also wenn ihr sagt, jo, okay, Mensi, machen wir das oder das, fahren wir dort oder dorthin, mache ich sehr, sehr gerne. Also wenn ihr sagt, jo, fahren wir nach Leipzig oder so, dann fahre ich gerne mal nach Leipzig. Das sieht irgendwie komisch aus, das Essen, hier ist noch nicht mal Fleisch drin, ne? Und dann fahre ich gerne nach Leipzig und da ist auch meine... War das meine Freundin? Will ich gar nicht mehr. Nein. Ja, tut mir leid, also ich habe ja auch nie immer Zeit. So, da ist mein Video fertig. Yeah! Da können wir jetzt hier fertig machen. Und hoffentlich ein paar Leute mehr arrangieren, meine Videos zu gucken. Das ist ja auch im echten Leben so, dass meine Videos überhaupt nicht mal groß angeguckt werden. Deswegen mache ich auch, habe ich mich zurückgeschlossen in YouTubers Live, weil ich dachte, da werden meine Videos etwas angeguckt. Und anscheinend nicht. So. Ausblende fertig. Und der Rest ist da. Rezept und Utensilien ist ziemlich weit nach oben und jetzt wollen wir hoffen, dass da wieder ein paar Abonnenten kommen. Und wir gehen mal. Sei ruhig. So. Wir gehen mal schlafen. Und dann gucken wir mal, wie das Video eigentlich angekommen ist. Und dann würde ich sagen, Leute, war's das dieses Mal mit YouTubers Live. Wir gehen arbeiten nochmal, damit die Zeit ein bisschen vergeht. Es dauert ziemlich lang mit Rendern und Hochladen. Ich bin ja auch noch gleich am Rendern mit und Hochladen. Das erfreut mir jetzt schon nicht. Arbeiten gehen, Zeitung austragen. Das Video scheint gut anzukommen. Wir machen ja okay, auch wenn ich das nicht mehr machen werde. Und ja, sieht ganz gut aus. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Von irgendeinem Projekt, falls ihr nochmal Bock habt auf YouTubers Live, dann sagt mir Bescheid. Und dann ciao, ciao.